Liebe Freunde und Mitmenschen, liebe Universitäten, Unternehmen und Organisationen, liebes Deutschland, liebe Welt. Ressourcenknappheit und Ressourcenkonflikte sind alltägliche Realität heutzutage. Während in den Entwicklungsländern Kriege, Armut und Hunger dominieren, erleben wir in den Industrieländern wachsenden Sinnverlust, Bürokratie und Versklavung des menschlichen Potenzials in unverantwortlichen Strukturen. Die Innovation ist langsam, unsere Grundbedürfnisse sind nicht sichergestellt und viele von uns haben noch nicht die Zeit und die Ressourcen, sich persönlich und gesellschaftlich zu entwickeln. Wie können wir das ändern? Lasst uns eine Open-Source-Ökonomie aufbauen. Eine Ökonomie, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert. Open Source Ecology entwickelt die Technologien zum Aufbau einer lokalen Ökonomie in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, ökologische Landwirtschaft, erneuerbare Energien und Transport, von Traktoren über Windturbinen bis hin zu Autos. Wir verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau und ökologischem Design und stellen die Ergebnisse jedem als Open Source zur Verfügung. Ist dies etwas Neues? Nun also nein und ja. Wir bauen auf der Arbeit von Buckminster Fuller, F. Schumacher und Gandhi und wenden diese dann im digitalen Zeitalter an. Wir stellen den ganzen Lebenszyklus jeder Technologie als Open Source zur Verfügung. Von Forschung und Design über Beschaffung, Fertigung, Texte, Bilder, CAD-Zeichnungen, technische Zeichnungen, Explosionszeichnungen, Videos, Animationen, Simulationen, Benutzung, Pflege, Reparatur bis zur Wiederverwendung und Recycling. Diese Informationen kosten uns Geld, aber wir geben sie gerne kostenlos an alle weiter. So kann jeder die Technologien verstehen, reproduzieren, anpassen, verteilen, aufbauen, verbessern. Und so wird die Innovation exponentiell beschleunigt. Freie Inhalte, freie Lehrmaterialien, Open Data, Open Source Software, Open Hardware und Open Everything. Die Technologien bestehen aus kleineren Modulen wie ein Lego-Set, welche separat und parallel gefertigt, getestet, repariert und verbessert werden können. Module sind leichter zu verstehen, zu überwachen, zu pflegen und zwischen verschiedenen Technologien auszutauschen. Dadurch werden Kosten und Ressourcen eingespart. Eine modulare Technologie ist anpassungsfähig für neue Innovationen und Anwendungsgebiete und schafft ein weltweit verteiltes Know-how, das die Fähigkeit zu Reparaturen und zukünftigen Innovationen noch weiter vorantreibt. Wir ermöglichen es jedem, durch Open-Source-Baupläne, effiziente Lernmaterialien und Praxiskurse die Technologien selber herzustellen. Der Zweck der Technologie ist es, den menschlichen Bedürfnissen zu dienen und gleichzeitig die Erhaltung und Regeneration der Umwelt zu fördern. Open-Source-Technologien sind im Durchschnitt 2 bis 3 Mal kostengünstiger als die proprietären Äquivalente. Wir arbeiten gemäß weiteren Grundwerten. Der Punkt ist, wir wollen die Technologien für eine lokale Ökonomie möglichst nachhaltig entwickeln und an möglichst viele Menschen verteilen. Wir gehen einen Schritt weiter und veröffentlichen unsere Geschäftsmodelle kostenlos, früh und häufig.
Wir unterstützen keine Geschäftsgeheimnisse. Unsere Kernbetriebsstrategie ist die offene, unabhängige Reproduktion des Unternehmens. So entsteht die Open-Source-Ökonomie. Sobald die Baupläne und Geschäftsmodelle im Internet frei zur Verfügung stehen, können alle, die Zugang zu einer Werkstatt haben, die Baupläne herunterladen, diese falls nötig an ihre lokalen Gegebenheiten anpassen und die Maschinen bauen. Anschließend stellen diese ihre Verbesserungen und Innovationen im Internet wieder frei zur Verfügung und schaffen so einen wirklichen Mehrwert, lokal und global. Dieser offene Innovationszyklus wiederholt sich ständig und treibt in hoher Geschwindigkeit ökonomische Verbesserungen weltweit an. Die Auswirkungen sind enorm. Zusammen entwickeln wir die weltweit offensten, nachhaltigen Technologien, lokalisieren die Produktion und die Ökonomie, erfüllen unsere Grundbedürfnisse, überwinden Ressourcenknappheit, leben eine Kultur der Offenheit, Kooperation, Solidarität und Gemeinwohl, haben mehr Zeit für höhere Ziele und das menschliche Potenzial entfaltet sich. In den USA haben wir 4 Beta-Produkte entwickelt. Das Hydraulikaggregat betreibt alle hydraulischen Maschinen, der Traktor ist eine einfache mobile Plattform, die Ackerfräse zerkleinert die Erde und die Ziegelpresse presst sie zu Erdblöcke für ein Haus. Die kleine Baggerschaufel hebt den Erdboden aus, der Zense-Brennschneidtisch schneidet automatisiert Metall, die Stanz- und Biegepresse schneidet und locht Metallteile. Die Kreissäge schneidet Metall, das Sägewerk sägt Rundholz zu Schnittholz. Das Team Wikispeed entwickelt das modulare Open-Source-Auto. Es ist effizient, schnell und sicher. Die Kohlefaserkarosserie kostet $800 und kann leicht ausgetauscht werden. Wikispeed wendet die agilen Softwareentwicklungsmethoden in der Produktion an. Der erste Prototyp wurde innerhalb 3 Monate gebaut. Das Team besteht aus 150 Freiwilligen aus 18 Ländern. Gleichzeitig wächst das Netzwerk. In den USA haben Stiftungen mehrere hunderttausend Dollar gespendet. Die aktuellen Gespräche drehen sich um Millionen. Die Ziegelpresse wurde reproduziert. Hi, I'm James Slade with Creation of Flame. This is our Super CEB, which is one of the 50 GVCS of Open Source Ecology. I have absolutely no fabrication experience prior to this project, but coming from a software background to a hardware fabrication scene, if I can do it, anyone can do it. You just have to have the will that you want to do it. Der Traktor wurde von 2 Schülern gebaut. In Guatemala schließen wir uns mit einer der größten Zuckerfabriken mit hunderten hochqualifizierten Mechanikern zusammen. Der Traktor wird verbessert und 2 Gemeinschaften sollen entstehen. Open Source Ecology Technologies will be very important in helping us build the village more effectively and economically. The Global Village Construction Set can have deeply powerful beneficial effects on the human development of poor rural communities, and I hope to disseminate it in Guatemala, far and wide, one village at a time. In Argentinien organisieren sich die Leute. Kooperationen in Indien entstehen.
Auf den Philippinen wurde eine Open-Source-Werkstatt eröffnet. In China wird die Ziegelpresse gebaut. In England wird die Ziegelpresse reproduziert. In Spanien ist eine Gemeinschaft in Gründung. Studenten aus Griechenland waren in den USA. Das Interesse in Bulgarien und Serbien wächst. In Polen entwickelt sich die Koch-Habitat-Gruppe für natürliches Bauen und die drittgrößte Stadt Lodz in Richtung lokale Open-Source-Produktion. In Italien wurde die Ziegelpresse reproduziert. In der Schweiz werden erste Gespräche über EU-Finanzierung gehalten. Wir bauen das größte offene dezentrale Netzwerk für kollaborative Open-Source-Ökonomieentwicklung in Deutschland auf. Ein Netzwerk von Tüftlerinnen, Ingenieurinnen, Organisationen, Vereinen, Gemeinschaften, Universitäten und Unternehmen. Das Wichtigste in diesem Netzwerk ist die Entwicklung der Open-Source-Technologien gemäß den nachhaltigen Grundwerten. Mehr und mehr Menschen und Organisationen beteiligen sich und die Zusammenarbeit und die Qualität werden verstärkt. Wir wachsen und wir sind offen. Das ist eine Einladung an dich, lieber Mitmensch, deine Zukunft offen und nachhaltig zu gestalten. Tüftlerinnen, Ingenieurinnen, Mechanikerinnen, Maschinenbauerinnen, Universitäten, Unternehmen und Organisationen können sich an den aktuellen Projekten beteiligen oder ihr eigenes Open-Source-Projekt starten. Für die Entwicklung des Netzwerks suchen wir Netzwerkerinnen, erfahrene Fundraiserinnen, Webentwicklerinnen, Mediengestalterinnen und Mentorinnen. Es ist essentiell, dass die Menschen, die schon Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, ökologische Landwirtschaft, erneuerbare Energien und Transport haben, sich an der Open-Source-Ökonomie beteiligen und wir alle den Informations- und Ressourcenfluss optimieren. Sogar wenn wir nur 2 Stunden am Tag oder in der Woche für das Gemeinwohl produktiv einsetzen, können wir viel Wert schaffen. Es ist wichtig, dass auch Österreich, die Schweiz und alle anderen europäischen Länder sich beteiligen. Parallel zu dem offenen Netzwerk wollen wir das erste Forschungs- und Entwicklungszentrum für die praktische Umsetzung einer lokalen Open-Source-Ökonomie gründen. Die Pionierinnen verbinden Zusammenwohnen und Entwicklung der Open-Source-Technologien. Wir suchen nach Menschen, die die Bedeutung dieses Vorhabens verstehen, die nachhaltigen Grundwerte teilen und zusammen langfristig daran arbeiten wollen. Alle Trotzfragen wie TÜV, Zertifizierungen, Geschäftsmodelle, Zugang zu Land und Ressourcen sind wichtig, aber zunächst sekundär und werden vom wichtigsten Element dieses Vorhabens gelöst, nämlich den Menschen. Den Menschen, die auf diese offene Weise arbeiten wollen, den Menschen, die viel mehr Wert auf die Mitmenschen und die Natur legen als auf das Geld, den Menschen, die den Spruch "Das ist unmöglich" nicht verstehen und das unendliche, ungezapfte Potenzial, das wir haben, entwickeln. Eins ist sicher für Open Source Ecology. Wir setzen uns mit Leib und Seele ein, um materielle Sicherheit und Freiheit für alle zu schaffen. Und lasst uns nicht vergessen, wir veröffentlichen und teilen alle diese signifikanten Informationen kostenlos im Internet. Und sie werden für hunderte von Jahren verfügbar sein. Dies bedeutet, dass wir jetzt Werte schaffen, nicht nur für unsere Generation, sondern für alle zukünftigen Generationen. Sie werden diese wertvollen Informationen erben und darauf weiterbauen. Ihr Wohl hängt von unseren heutigen Aktionen ab.